Hallo zusammen, zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4. In dieser Folge wollten wir jetzt, wie heißt ihr denn jetzt nochmal? Schon so lange her, Hannas Haus bauen. Genau, ich hoffe, dass es geht. Ich habe nämlich irgendwie Probleme mit dem Mauszeiger zu drehen. Ich weiß nicht, ob noch jemand das Problem hat. Das habe ich erst, seit ich die EA-App habe. Ich weiß nicht, ob jemand noch das Problem hat. Ich hoffe, dass jetzt einigermaßen geht, dass wir aufnehmen können. Letzte Woche kam keine Folge, weil ich da ein bisschen Vorbereitung auf Weihnachten war. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und das wird jetzt auch die letzte Folge in diesem Jahr sein. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen geht. Ich weiß nicht, was mit dem Drehen das los ist. Ich hoffe, dass es jetzt einfach mitmacht. Und nein, da wollten wir nicht hin. Und dass wir jetzt einigermaßen bauen können. Was geht dann jetzt weg? Ja. Wir hoffen mal, dass es einfach geht. So. Also, wir werden mit diesem Budget, was wir haben, auskommen müssen. Ich werde kein Geld cheaten. Deswegen werde ich jetzt ein kleines Starterhaus. So. Wie fangen wir denn mal an? Am besten hier hinten, dass wir hier so ein bisschen Gartenbereich machen, ne? Halt, falscher Weg. So. Ich weiß, irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Da lang. So. Wir hoffen jetzt einfach mal das Beste. So, dann werden wir erstmal so lang. Das wird jetzt ein ganz kleines Haus nur. Unsere Hannah ist ja auch noch Teenager. Wir werden die komplette Highschool durchleben. Moment. So. Und so. Würde ich mal so machen. Machen wir es hier vielleicht noch ein bisschen länger. Und ein bisschen breiter. Genau. Und ich möchte es gerne auf dem Fundament haben. Ich mache es mal so ein bisschen hoch. Ah, vielleicht nicht ganz so hoch. So. Dann machen wir vorne so eine ganz kleine winzige Veranda, wo es dann hoch geht. Genau. So. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich finde das von Hunde Katzen immer schön irgendwie. Nehmen wir das einfach mal. So, ich mag hier draußen auch gerne so Vertäfelung, also im Holz. Das sieht doch nice aus. Oder was sagt ihr? Ja, nehmen wir das einfach jetzt mal. Ich hoffe, dass meine Maus so lange mitmacht, dass diese Folge durchhält. Hier draußen machen wir. Man könnte auch so grün machen. Aber andererseits, auf, sieht das auch nicht so aus. Oder so ein Stein. Das sieht nice aus. Das nehmen wir mal. Da kommt auch die Haustür hin. Ich gucke jetzt mal. Was nehmen wir denn da mal am besten? Na, die Haustür habe ich noch nie verwendet. Aber sieht gar nicht mal schlecht aus, oder? Die Haustür. Aus nachhaltig Leben ist die. Wenn ich mir das so recht überlege. Wir müssen jetzt aufpassen mit Geld. Wir dürfen auch nicht so teure Haustür nehmen. In der Farbe sieht die schön aus. Komm, die nehmen wir jetzt einfach mal. Ich habe die noch nie verwendet. Machen wir jetzt einfach mal. Ich möchte hier draußen, deswegen müsste ich eigentlich mal einen Zaun ziehen. Ist ja egal welchen, die mache ich dann eh wieder weg. Machen wir mal den. Dann könnte man hier draußen. War eigentlich in Highschool-Jahren eine Säule bei? Ich glaube nicht, ne? Was nehmen wir denn mal? Die hier aus dem Base Game.
Oder die an die Arbeit? Schwierig. Gibst du ein schönes Holz? Ja. Nehmen wir die jedenfalls erstmal, weil die sieht nicht schlecht aus. So. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich vorhab. Ich möchte. Wo war die hier aus Zeit für Freunde, glaube ich, ne? War es die? Ja, die war das. Ja, Zeit für Freunde. Dann gucken wir, ob es davon auch eine gleiche Spandelle gibt. Natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Jahreszeiten. Gibt es davon eine Säule? Mal jetzt mal kurz. Ja, da war es nicht geplant. So. Dann gucke ich mal Jahreszeiten. Ich möchte ja gerne die passende. Das wäre die hier nur. Das ist ja nicht so passend. Könnt auch die nehmen. Die hier. Nee, die ist mir zu groß. Die auch. Nee, das passt hier draus nicht so. Hunde und Katzen. Na, es wäre ja nicht so schön, wenn wir den passenden Ton kriegen würden wie dort. Aber den werden wir nicht hinkriegen, ne? Na? Passt eigentlich der Ton, oder? Was meint ihr? Der Ton passt. Dann machen wir das hier wieder weg. Also meine Maus macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Nein! Entfernen wollte ich nicht. Halt. Den nehmen wir hier mit rüber. Stellen wir jetzt einfach mal hier mit hin. Ja. So. Vielleicht auch einen kleinen Zaun. Ah, der immer. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht nicht unbedingt den. Ich finde den schön. Ja, der sieht schön aus. Ach, wir geben mir Geld für Außengestaltung aus. Ja, ich weiß. Aber außen muss auch schön aussehen. Und innen sparen wir dann ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas stimmt hier gar nicht. Oh, na komm. Aber diese Folge nehme ich jetzt auf jeden Fall auf. Und da muss ich bis nächstes Mal gucken, ob meine Maus sich dann wieder ein bisschen erholt hat. Ah, jetzt haben wir den Kasten wieder entfernt, aber macht nichts. Holen wir uns einfach neu. So, warte, Briefkasten. Ja, wir müssen noch Fenster machen. Machen wir gleich, wir werden ja so erst innen ein bisschen die Räume einteilen. Also wir werden erstmal kurz nach Briefkasten gucken. Als andere bauen wir dann draußen erst auf, wenn wir drinnen fertig sind. Und dann gucken wir, wie viel Geld wir für draußen noch haben. Warte mal, wo finden wir jetzt mal Briefkasten? Länger nicht mehr gespielt. Man merkt. Sag mal,
Bin ich jetzt irgendwie... Hier waren die, glaube ich, ne? Ja. Nehmen wir einfach mal den schönen. Einfach mal den schönen, genau. Und ein Mülleimer. Halt, so. So, genau. So, dann werden wir erstmal kurz ein Dach machen. Was macht das? So, na komm. So. Ein bisschen weiterziehen? Ja. So, das kopieren wir mal kurz. Kommt hier mal mit dran. Na komm jetzt. Ja, ist richtig. Ja. So. Machen wir nochmal so eine Leiste ran. Sieht, finde ich, immer schöner aus irgendwie. Ja. So. Und da. Ich finde ja so Glasdächer schön, aber das komplette Haus aus Glas? Nee. Ach, nein. Oder so ein grünes, damit spart man dann auch. Wie, was war das? Bewertung Wasser. Na gut. Nee. Nee, willst du einfach mal das hier? Oder? Andererseits. Nee, wir nehmen das. Oder rot. Rot geht auch eigentlich immer. Oder weiß. Nee, dann doch in so dunkel. Passt irgendwie mehr. Doch. Passt mehr. So. Dann werden wir erstmal die Räume einteilen. Wir haben nämlich nicht mehr viel. Also. Hier in so ein kleines Bad. Genau. Da kommt so eine Küchenzeile hin. Und hier das Schlafzimmer. Ja. Genau. Und jetzt machen wir Fenster. Die Folge wird sowieso heute nicht ganz so lang. Ich mache nur noch die Fenster und Türen. Und dann bauen wir in der nächsten Folge das Haus weiter. Es wird dann im neuen Jahr sein. Weil jetzt ist es schon spät, wenn ich es aufnehme. Und ja, ich kam am Tag nicht so dazu und deswegen habe ich erst auf dem Abend aufgenommen die Folge und deswegen ja, ich guck mal ganz kurz, gibt es aus nachhaltig Leben Fenster, die denn zur Tür passen, habe ich gedacht. Das hier. Könnte man eventuell hier schöne Fensterfront machen. Oder? Ist jetzt nicht so passend im Schlafzimmer, ich weiß. Aber
Aber ich mag es irgendwie, wenn's. Könnt ihr gerne schreiben, ob das schön ist, aber irgendwie mag ich diese ganze Glasfront immer irgendwie so. Ja. Und, was habe ich zum Thema Aufpassen mit dem Geld gesagt? Aber gut. Ist auch schön. Überlegen. Nur da die Glasfront. Und hier weg. Und ich guck gerade, wer es zur Tür passt. Muss man so machen. Dieses hier wird zur Tür passen, glaube ich. Oder? Sieht aber auch schön aus hier vorne. Ja. Hier nochmal. Na. Gucken wir, färben wir hier nochmal kurz ein. Glaube ich. Ha. Ich glaube, könnte es sein, oder? Aber auch irgendwie nicht. Nehmen wir es einfach mal, würde ich sagen. Ja, doch, passt. So. Davon gibt es dann auch die passende Tür. Ja, ich weiß, aber ich hab diese Sachen noch nie verwendet eigentlich. Deswegen irgendwie jetzt mal. Offen im Schlafzimmer wäre nicht so passend, ne? Nee. Machen wir dann auch noch so eine Tür. Okay. Was sagt ihr dazu? Passt so? Hier bauen wir die nächste Folge weiter. Das wird dann im neuen Jahr soweit sein. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Rutsch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, bis dann. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.